Moin Leute, hallo, herzlich willkommen zu Trailmakers. Wir werden heute richtig viel bauen, lustige Fahrzeuge erstellen, Rennen fahren, Abenteuer erleben. Das Ganze mache ich aber nicht alleine, sondern mit meinem guten Freund Etienne Togo, aka Eddie. Den seht ihr gleich hier schon mit mir zusammen auf dem Server. Und wir wollen an der Stelle dem Publisher des Spiels Flashpipe danken, der diese Kooperation für uns ermöglicht hat. Und wir gehen direkt mal rein und checken das aus. Es gibt verschiedene Modi. Wir können hier so eine Kampagne spielen, wir können in den freien Baumodus gehen und wir können auch Rennen fahren mit selbst erstellten Boliden. Das Ganze geht an Land, unter Wasser oder auch in der Luft. Also man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Hier in diesem Modus werden wir erstmal ganz viele Bauteile entdecken, die wir dann in unser Auto mit einfügen können. Und ich schaue mal kurz, ob der gute Freund Eddie auch schon da ist. So. Hallo Eddie. Hallo Nils. Hammer. Guten Tag. Guten Tag. Ich sehe hier deinen knusprigen Boliden und was wir gerade festgestellt haben, ist, dass wir unabhängig voneinander eine Form entwickelt haben. Komm mal nochmal zu mir. Ich kann in dich einparken. Und das fand ich so. Was soll ich machen? Ich will in dich einparken. So, guck mal. Du willst, komm in mich rein, Nils. So, ist das nicht schön, dass wir unabhängig voneinander. Fast. Fast das nicht genau. So. Ich finde, das zählt. Warte, ich stelle mich mal. Warte. Ja. Muss mich ausrichten. So, jetzt müsste es eigentlich perfekt sein. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Anlauf. Jetzt bräuchte ich mir so sexy Musik. Ja, komm. Ja. Komm, trau dich. Oh, aber es zählt. So. Es zählt. Es zählt. Genau, ja, du hast das Standardfahrzeug. Ich habe das nochmal erweitert. Ich habe mir zwei so links und rechts, habe ich mir so Dinger daran gemacht, denn wir müssen, ich zeig das mal gerade, hier auf dieser Map, diese Kugeln, die müssen wir bergen. Wir sind mit unserem Raumschiff abgestürzt und müssen diese Kugeln, die neue Materialien, Baumaterialien sind, die wir dann wiederum benutzen können, um andere, bessere Fahrzeuge zu bauen, die müssen wir hier in dieses blaue Licht schieben. Ja. Oder transportieren, wie auch immer wir das machen. Genau. Dann wird das hochgeschossen zum Raumschiff und wir kriegen neue Blaupausen. Beziehungsweise neue Sachen, die wir bauen können, die man dann hier im Baumenü benutzt. Genau, und man kann das auch so schön hier, man kann sich eine neue Texturen dann nehmen. Da kommen natürlich im Laufe der Zeit immer mehr dazu. So, guck mal. Bäm, jetzt habe ich das hier so eine blau-weiße Wabenstruktur. Kann ich jetzt überall machen. Bäm. Und dann kann man sich wirklich was bauen, worauf man auch richtig Lust hat. So, bam. So, jetzt müssen wir mal diese Dinger suchen. Dazu gucke ich halt auch mal kurz auf die Map. Und ich einen habe ich schon gesehen, hier ist einer in der Nähe direkt. 17 Meter über mir, den würde ich jetzt nehmen. Ja. Signal platzieren. Wie geht denn das? Ich komm mit. Da, den hier, weißt du? Was? Siehst du das irgendwie auf deiner Map? 200 Meter. Wenn du Tab drückst. Ja. Da habe ich so ein Ding gesetzt. Ich fahre einfach hinterher. Es müsste, wenn ich mich nicht irre, hier links oben sein. 17 Meter über uns könnte hier. Ja, wir müssen dann erstmal hier rauf, ne? Genau. Man kann, wir werden euch das gleich zeigen. Es gibt tausende Spielmodi, es gibt unfassbar viele Mods, es gibt DLCs mit Düsenjägern, Hubschraubern, Yachten, alles Mögliche. Also wir kratzen hier wirklich an der Oberfläche. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ja, wir gucken uns die natürlich auch gleich an. Jetzt geht's erstmal darum. Da ganz hinten sehe ich so ein so ein Fackelsignal, aber das kann ja eigentlich. Ich weiß nicht, was das ist. Du meinst das Rauchsignal, meinst du? Was ist das da hinten? Oh, Hilfe. Oh, was ist das? Au, au. Nein, ich mach genau das Gleiche. Autsch. Reparieren. Reparieren. Muss reparieren. Wie hast du dich denn wieder richtig gedreht? Mit R. Wie richtig. So, guck mal, hier sehe ich doch schon so ein kleines. Aber da leuchtet was. Warte mal, hier leuchtet was. Können wir das auch in das, in das andere reinbauen? Ach, das waren Coins. Okay, damit kann man auch Sachen aus dem Baumenü kaufen. So, kann ich auch diese andere Plattform da nutzen? Wieso kann ich denn nicht. Oh, rückwärts kann ziehen. Komm. Weißt du, ob ich auch dieses rote Ding dann nutzen kann oder muss ich mein eigenes nehmen? Ich befürchte, ich muss mein eigenes nehmen. Ich weiß nicht, was das rote hier ist. Ob wir die auch. Ich schätze mal, dass man das auch benutzen kann. Guck mal, da hinten. Ach, du hast da schon so ein Ding. Ja. Versuch das da mal. Deshalb habe ich mir diese Greifarme gebaut. Ey, hör auf jetzt, Schwein! Das, ey, das ist ja. Du bist ja so eine fiese Map.
Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ja wie mit diesen Robotern, wo man so... Ich helf doch nur. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ernsthaft? So, ich werde dich jetzt hier leider rammen müssen. Du weißt schon, dass wir zusammenspielen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das Teil dann auch habe, oder? Doch, wir haben das dann beides. Ist ja Multiplayer. Ja, aber wieso hast du es mir denn weggenommen, wenn du das glaubst? Weil ich es besser lenken kann. Wenn das jetzt nicht stimmt... Hast du was gekriegt? Das Glück gehabt. Siehst du, großes Scharnier freigeschaltet. Guck mal, da hinten ist das nächste, das holen wir uns direkt. Okay, warte, ich guck mir in der Zeit mal das Scharnier an. Ermöglicht einen begrenzten Drehwinkel, ideal für Räder. Aha. Ist das jetzt besser? Kann ich das jetzt... Guck mal, hier ist ein Scharnier. Das ist ein richtig dickes Ding. Unterwasserpropeller. Boah, wie geil. Wir können uns damit ein U-Boot bauen. Oder so. Da bin ich Fan von. Habe ich das jetzt richtig scharniert? Nee. Boah, das ist richtig schwer. Ich glaube, ich brauche dich, Nils. Okay, warte. Ich werde sofort alle Änderungen undoen. Und, ich kann es nicht bewegen alleine. Ich habe zu wenig Power für das Ding. Warte, vielleicht kann ich mir... Wenn ich mir noch einen Reifen dran setze, würde das gehen? So. Du brauchst, glaube ich, eher Motoren noch. Aber die Frage ist, ob wir überhaupt genug Motoren haben. Ich glaube nämlich, wir müssen noch welche einsammeln. Balance, Sitz, Rahmen, Antrieb. Was haben wir denn hier? Bulldog, hohe Beschleunigung, niedrige Höchstgeschwindigkeit, Leistung. Was passiert, wenn ich noch so einen Motor irgendwie dran setze? Ah, rotierender Servo. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das ist wirklich wie früher Lego Technik, weißt du noch? Ja, stimmt. Das ist wirklich so. Oh, wieso ist das jetzt ein Ausrufezeichen? Nice. Block nicht verbunden. So, ich hab nämlich da noch einen Motor reingebaut. Ich auch. Jetzt bin ich richtig schnell, glaube ich. Und was du da gemacht hattest mit den Blöcken, das ist nämlich eine gute Idee eigentlich. Da so eine... Guck mal, jetzt ist gar kein Problem. Das ist ja geil. Das ist nämlich das Geile an dem Spiel. Das hat nämlich so eine physische... Also das ist alles so einigermaßen... Logik. Mit zwei Motoren gar kein Problem, jetzt mehr das Ding zu bewegen. Ja. Oh, was hast du denn da gebaut? Ah, nee, das ist der andere Dude, Alter. Das ist Aveda Kedavra. Was? Aveda Kedavra ist das. Ja. Okay. Guck mal, der klaut einfach das Ding! Der klaut das Ding! Ja, aber das hast du doch auch gerade mit mir gemacht. Ja, aber ich bin doch dein Freund! Ja, aber er wird das wahrscheinlich auch für uns machen. Hier, guck. Ah, sehr gut. Oder? Warte mal, hab ich das jetzt bekommen? Nee. Hast du das bekommen? Ich hab's bekommen, ja. Unterwasserpropeller. Ich glaube, ich hab das nicht bekommen. Hab ich das bekommen? Doch. Ja, mit Sicherheit. Ich hab hier dein Patent mal übernommen. Das hat mir gut gefallen. Aber was hat er denn da bitte für ein krasses Ding schon gebaut? Ja, aber warte mal. Wir sind... Pass auf, ich hole jetzt hier, das hier, was auch immer das ist. Oh. Und ach, da ist der Unterwasserpropeller. So. So, ich mach das nämlich selber. Ich brauche nicht die fremde Hilfe. Aber das haben wir doch schon. Ja, ich habe das nicht bekommen. Hä? Ja, also bei mir ist, glaube ich, nichts aufgeleuchtet. Bei dir ist da was aufgeleuchtet, ja? Ja. Weil du es wahrscheinlich vorher schon mal hattest. Kann das sein, dass man es einmal berührt haben muss? Das vielleicht? Weiß ich nicht. Ernsthaft? Nein. Bist du vorbeigefahren? Ja. Wie so ein kleiner Trunkener. Warum ist denn da jetzt so eine Uhr? Weiß ich auch was nicht. Ist? Der hat uns da so einen Wecker hingesetzt oder so. So jetzt habe ich es erst, siehst du? Jetzt habe ich das gar nicht mehr. So, das haben wir ja schon bereits eingesammelt. So, jetzt müssen wir müssen noch mehr Sachen finden. Wir sammeln jetzt hier oben. Ich habe es mal auf der Karte markiert. Hier ist auch noch was Leuchtendes. Weißt du, was wir machen sollten, Eddie? Wir sollten das vor diesen Strahl schieben. Und dann lassen wir das da liegen und dann tauschen wir. Ich glaube nämlich, man muss es eine gewisse Strecke geschoben haben, damit man das bekommt. Und wenn wir das quasi jeweils einfach hier stehen lassen und der andere schiebt es dann rein. Siehst du, was ich meine? Du willst es nicht direkt reinschieben, meinst du? Ich glaube ich glaube, das war eben einfach nur... Nee, wir hatten das zweimal. Einmal hast du mir das geklaut und dann haben wir es beide bekommen. Und einmal hat er dir das geklaut und da habt nur ihr beide das bekommen und ich nicht. Schießt du? Also wenn das jetzt eine Logik hat, dann müsste das eigentlich so sein, dass man es einfach ein Stück weit schieben muss und dann hat man das geclaimed.
Meinst du, jeder, der es einmal ein bisschen getoucht hat? Ja. Das habe ich zum Beispiel. Was ist das? Ach so, das habe ich auch schon gesammelt. Ja, das war jetzt unnötig. Hast du mich. Was war das? Was? Jemand hat mich geärgert. So, lass uns mal, was gibt's denn noch? Ich muss mal auf die Karte gucken. Guck mal, 164 Teile gibt's noch. Wir haben gerade mal 5. Bergen, unbekanntes Altmaterial. Aber da direkt am Wasser. Ich glaube, wir müssen in den Norden. Wir sind hier eigentlich völlig falsch. Du hast mich schon wieder umgedreht. Oder in den Osten. Ich gehe mal Richtung Osten. Nils, lass mal Richtung Osten gehen. Ja, hier ist noch irgendwas. Was ist das? Hattest du das schon? Was ist das? Oh, das war die Kapsel, aus der wir gekommen sind. Das war die Landekapsel. Ach, der Herr, ich falle immer um. Alter, wieso überschlage ich mich denn? Man kann auch hier, je nach Terrain sozusagen, sich das Fahrzeug spezialisieren. Also es ist sowas wie ein Schwerpunkt und wo ist der Antrieb und solche Sachen. Das spielt alles eine Rolle. Was war da jetzt? Das hatte ich da schon. Ich bin ins Wasser gestürzt. Warum? Ja. Warum? Ich will jetzt eine Antwort. Das ist schwierig. Jetzt kompliziert. Ja, weil da war plötzlich die Klippe. Jetzt bin ich das Männchen. Ich schwimme. Kannst du dich zurücksetzen? Hat doch in der Schule auch funktioniert. Ich schwimme jetzt einfach auf die andere Seite. Ist hier. Reonax schreibt hier Trailmakers. Ich liebe das Spiel. Reonax, du kannst uns gerne mal ein paar Tipps dann geben. Ich schwimme jetzt erstmal. So, habe ich das hoffentlich noch nicht? Oh, da drüben. Yes, ich habe was Neues. Aber nicht ins Wasser plumpsen, bitte. Bremsen. Oh nein, au. Oh, okay, alles klar, komm mit. Okay. Shit. Okay, jetzt bin ich nicht mehr an dem Hang. So, jetzt. Okay. So, ich habe jetzt hier ein Kügelchen. Willst du das reinschieben? Wollen wir das mal gleich probieren? Ey, ich bin ganz woanders. Ich bin gerade über den Ozean geschwommen, Nils. Oh, das ist aber schwer. Ich habe hier nämlich so eine schöne Ecke. Und ich glaube, die würde dir auch gefallen. So eine kleine Ecke. Wo bist du? 800 Meter. Ah, okay. Okay, warte. So, hier bin ich. Jetzt ist es scheiße dunkel hier. Und jetzt muss ich erstmal neu. Ich habe gar kein Fahrzeug mehr. Kannst aber du nicht R drücken oder B drücken? Drück doch mal B. Du kannst dich auch teleportieren lassen zu deinem Punkt. So. Ich habe hier mein Auto. Guck mal, ich bin nämlich jetzt hier. Siehst du, wo ich bin? Ich bin im Süden. Ja, okay. Ja gut, dann fahre ich das jetzt rein, wenn du nicht kommst. Fahr's rein. Und, was hast du gekriegt? Ja, warte. Das ist ein Dreieck halt, aber... So, jetzt habe ich's. Ein Keil. Ich habe einen richtig geilen Keil. Ich glaube, ein Keil ist nicht schlecht. Warum ist es Nacht? Ich hätte Interesse an Tag-Nacht-Wechsel jetzt. Kann man schlafen gehen? Ja, finde ich auch ein bisschen komisch, dass es Nacht ist. So, da glüht was, da fahre ich hin. Oh, das ist was richtig dick Goldenes. Okay, oh, da kommen schon die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages. So, was war hier oben jetzt? Da ist noch ein bisschen. Einfache Heckflosse. Alter, das ist riesig, Nils. Scheinwerfer. Ich kann es nicht bewegen, Alter. Ich muss noch einen Motor bauen. Willst du mal zu mir kommen? Nee, ne? Ja, warte, erstmal den Scheinwerfer hier einsammeln, weil dann kann ich nämlich Licht machen. Antrieb. Ey, was hat diese Uhr zu bedeuten? Sie macht mich ganz nervös, dass da einfach eine Uhr ist. Block freigeschaltet. Aerodynamischer Block. Langsam, schnell. Ach was, ich habe einen aerodynamischen Block. Hast du sowas schon mal gesehen? In echt oder in dem Spiel? Ja, sowohl als auch. erstmal mache ich jetzt hier. Wo kann ich die? Da oben dann oder was? Ich glaube, ich weiß, warum der Wecker da steht bei euch. Warum? Das ist von dem Typen. Genau, der hat geschrieben im Chat, dass er den Server gleich ausmacht und er ist der Host anscheinend. Nein! What? 7 Minuten mit dem Server runterfahren. Wir sind bei ihm auf dem Server? Ihr seid auch bei ihm auf dem Server drauf. Ja, nee, das kann er vergessen. Der soll sich nochmal hier melden. Ja, das würde zumindest Wecker erklären. Ja, das kann sein, dass du recht hast, aber dann müssen wir ihn jetzt finden und ihm sagen, dass das nicht geht. Ich hatte auch im Chat geschrieben, dass er Server Restart vorhat. Vielleicht könnt ihr ihn noch beschwichtigen.
Ich weiß es nicht. Ich kenne es nicht. Will der jetzt schlafen gehen oder was ist jetzt sein Problem? Ey, ich krieg diesen riesen Stein nicht geschoben. Hier ist so. Übrigens Valhalla, Nils. Hier ist richtig viel Action. Du, ich hab mich gerade richtig, richtig verbessert. Guck mal, wie soll ich, den krieg ich ja niemals da ins Licht. Ich mach hinten auch noch Scheinwerfer. Ich mach rundum Scheinwerfer. Wie soll man den da hinkriegen? Das erinnert mich ein bisschen an das neue Zelda Tears of the Kingdom auch. So von den, von der Art und Weise, wie man hier so baut. Mhm. So, warte, wo waren wir mit dem Scheinwerfer? Wo warst du? Ach so, warte, rotierende Servolenkung? Okay. Es gibt übrigens auch einen Sandbox-Mode, wo man dann eben schon alles hat. Da muss man dann nicht die Insel erforschen und Progress machen, sondern da kann man dann einfach bauen und machen, was man will. Ja, warte. Ey, ich darf ich nicht nach hinten? Die Lenkung ist schon herausfordernd. So, und jetzt? So, genau. Geil. Und noch ein. Boah, ich werd dreht durch, ich krieg's nicht hin. Was ist dein Problem? Es ist ein riesengroßer Stein. Geil, und nach hinten ich und nach kann vorne. Du, ich hab einfach einen richtig, richtig fashion Flitzer gerade. Ja, komm mal zu mir. So, wo bist du jetzt? Süden. Über dem Ozean. Was ist denn ein Scharnier? Wie bist du denn da hingegangen? Nee, warte mal. Block, der sich langsam um 90 Grad. Wie bist du denn hingekommen? Ich werde mit meinem. Vielleicht der andere Edmund vielleicht. Ah, nee, das. Ich bin jetzt. Ich bin ein richtiger Sauseflitz. Renner Sauseflitz bin ich jetzt. Was ist denn Lenkerscharnier? Was ist das? Oh, Alter, ein Billard. Nee, achso, das ist schon. Ich bin schon wieder an dem. An der Kapsel. Ich komme da gar nicht rüber. Wo bist du denn da? In die Richtung. Wie gesagt, ich bin erst ins Wasser. Du kannst einfach ins Wasser springen und rüberschwimmen. Und mich einfach. Ich habe ja auch nicht mal leider diese Propellerdüsen installiert, aber das könnte ich ja mal machen dann. Jetzt habe ich das ja auch. Ja, da komme ich mal Richtung Wasser und dann baue ich mir einen Propeller. Trotzdem ist hier dieses Gebirge. Unverbundene Teile. Komm ich hier durch? Ist das hier? Ah, zum Glück habe ich leistungsstarke Scheinwerfer. Sonst hätte ich in diesem Tunnel gar kein Licht. Boah, ganz ehrlich, ich glaube, das gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was man hier alles bauen kann. So, hier bist du uns. Ah, bist du durch den Tunnel und dann ins Wasser? Ich bin einfach ins Wasser. Oh, das ist gar nicht schlecht, so wie der jetzt sich steuert. Ja, das. Okay, warte, jetzt gucke ich mal, ob ich. Jetzt diesen Schwimmkram jetzt hier Antrieb. Da gibt es ja den Unterwasserpropeller. Kriege ich den vielleicht hinter die. 2 Minuten, ah, ne? Ah, ich habe nicht genug Energiekerne. Guck da! Aber ich kann ja ein weiteres Fahrzeug bauen. Wie heißt denn dieses Spiel, was der Trant immer so gerne spielt, wo man so einfach nur so Lieferungen macht? Mit dem so, mit so einem Truck. Du meinst nicht Death Stranding oder sowas, ne? Nee, aber so ähnlich, nur mit Trucks. SnowRunner, genau. SnowRunner und MudRunner und so. Kennt ihr diese Spiele? Ah ja, stimmt. Wo man sich dann hangeln muss über die. Das ja, da musst du auch mit so einer LKW-Physik irgendwie klarkommen und irgendwie Sachen transportieren. So mit der Winde musst du dann sowas. Dich hinziehen zu Bäumen und so. Oh. Ganz wild. So, und jetzt? Chirpy. Wo kann ich den aufsetzen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, das macht Spaß. Hier ist ja überhaupt nichts. Okay, fuck. Nein. Ich glaube, ich habe ein bisschen Spaß gerade. Ich wollte zu dir kommen, aber ich brauche ja diesen. Ah, da ich habe nicht genug Energie. Ich muss ein neues Fahrzeug komplett bauen. Warte mal, wie geht das? Ja, aber du kannst es doch abspeichern, dann schwimmst du rüber und dann kannst du einfach die Blaupause. Und das versuche ich gerade einmal zu checken, wie ich das nochmal abspeichere. Also erstmal muss ich da auf Speichern. Ja, Speicher. Genau, Speichern. Ich krieg's nicht. Jetzt habe ich es gespeichert. Und da ist es als Blaupause, genau. Und jetzt weisen Sie Transformation zu. Warte mal, kann ich jetzt. Das ist dieser. Jetzt muss ich quasi
Ja, nice. Okay, jetzt habe ich alles gelöscht. So, und jetzt baue ich ein Boot. So, das heißt, da brauchen wir ja trotzdem erstmal ein Cockpit. Ich komme mal zu dir. Boot ist. Ich habe es hier eh verkackt. Okay, das heißt, ich sag's nicht. So, wir brauchen Schwimmkörper. Oh, der Server geht down in 5. Nein, das macht gerade so Spaß. 2. Düdüm. Bei 4 stehen geblieben. Der will uns doch trollen. Echt? Ah, ne, ich glaube, der Server ist down. Ah, schade. Egal, wir machen direkt 9. Mehr Spieler. Ich würde mal sagen, sollen wir dann mal Benutzte definiert machen? Dann kann ich einen eigenen erstellen. Pass auf. Oder Sandbox. Können wir auch machen. Das kannst du auswählen bei Erstellen. Erstellen. Also, wir können, ja, Sandbox. Okay, mache ich Sandbox. Schatzinsel oder was? Spielmodus Sandkasten. Dann maximale Spieler nur wir beide, oder? Ja, oder Nikola kann auch rein. Willst du mitkommen? Ich glaube, ich muss mal was essen. Macht ihr beide mal zusammen. So, Starker das Name. Passwort ist der beste. Mach etwas, das nur ich weiß. Ja. Okay, ich mach etwas, was nur du weißt. Und zwar ist es. Warte. Dein altes Passwort. Nicht das aus der Firma. Für jeden. Aber wie heißt denn der Server? Ich muss dich erstmal finden. Warte. Der ist sehr schnell zu finden. Also den wirst du sofort erkennen. Der jetzt. Chilling Space Hole. So. Bill. Jetzt kannst Bill du kommen. Chill. Think outside. Mit Nils im Namen. Vielleicht kannst du einfach nach Nils suchen. Ja, ja. Das ist, Nikola hat recht. Was Nikola sagt, ist völlig korrekt. Nils. Oh, und da muss ich jetzt Passwort eingeben, oder was? Das, was nur du weißt. Ja, das ist dein altes, eigenes Passwort. Ich habe deins genommen. Ach das? Okay, das kann ich auch. Ja, hat gepasst. Falsches Passwort. Nein, doch, hat doch nicht gepasst. Oh, vielleicht doch der falsche Server. Aber warte. Groß am Anfang, groß. Ach so, okay. Okay. Warte, Benutzer definiert. Mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt? Ich rate lieber nicht. Das könnte richtig sein. Passwort. Okay, ich habe. Welches meinst du denn? Okay, warte, ist der falsche Server? Wie heißt der Server? Fängt mit F an. Ach, okay, das ist ja richtig. Fängt mit F an. Weißt du noch? Aber großes F. Du erinnerst dich doch schon, oder? Nee, nicht wirklich, aber ich kann mir denken, was es ist. Du kannst dich nicht an dein eigenes Passwort nicht erinnern, aber ich kenne dein Passwort noch, oder was? Falsches Passwort. Nein. Nee, sorry, aber ey, aus Prinzip will ich dir da jetzt nicht helfen. Du kennst doch wohl auch dein Passwort, was du früher immer hattest, was ich irgendwann mal gecrackt habe. Fängt mit F an. Meinst du das jetzt ernst? Du arschst mich jetzt, falsches oder? Passwort. Ey, ich schwöre dir, ich habe schon dreimal falsch eingegeben jetzt. Ist mit einem großen F. Fängt's an. Und dann kommt noch eine Zahl. Okay, warte. Das war's. Ich hab's. So. 5 Versuche. Think outside the box. So. Ich glaube, man muss hier so Zubehör kleine zum Verkauf. Alter, jetzt hat man ja alles. Ja, ist doch geil. Box. Kampagne, wo du alles freischalten musst und hier hast du jetzt vollkommen Freiheit. Und dann kann man hier so kleine Minispielchen und Rätsel und so machen. Wir müssen nachher unbedingt auch nochmal ein Autorennen machen. Ja, vor allem, wir können mal dann später mal in so ein DLC reingucken mit Schiffen und Düsenjägern und so. Nein! Was ist hier? Hier ist ein Ball. Ja. Ich glaube, Pizza hat mal eine Zeit lang
Trailmakers gespielt und immer um die Wette Fahrzeuge gebaut und dann gegeneinander angetreten. War immer sehr lustig. Yes! Herausforderung abgeschlossen. Hast du die Punkte auch bekommen? Ja. Glückwunsch. Du hast nichts geleistet. Du profitierst von meinem. Ich fahr jetzt da die Schanze hoch, ey. Guck mal. Ich fahr die Kleine und durch den. Oh! Den Feuerreifen hier. Einfach viel zu langsam. Ich muss mehr Geschwindigkeit haben. Wie kriege ich das? Mehr Motoren. Beziehungsweise die Sachen hier vorne löschen. Die nehmen mir zu viel Geschwindigkeit weg. Alter, was es hier alles gibt. Was ist denn das? Stattdessen nehme ich hier so einen Spoiler da vorne dran. Wo sind die Dinger denn? So oh, was ist das denn? Geiler, großer Propeller. Aerodynamik. Geil. Quantenruder? Was? Ermöglicht Richtungsänderungen im Raum. Oh, Mensch. So, Drachenmotor. So. Was ist eigentlich jetzt? Jetzt haben wir das gebaut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt schnell genug bin für die Rampe. Ob das irgendwas gebracht hat. 64 km/h, das reicht wahrscheinlich noch nicht. Nee. Das ist ja doch Mist. Nicht verbunden. Ja, man kann ja auch Flugzeuge bauen. Ja, bin gerade dabei. Und Unterwasser-Johnnies. Dieser Block ist nicht mit dem größten Gebäude verbunden. Wieso denn mit dem größten Gebäude? Ah. Okay, dann nehme ich doch den hier. Weltraumtriebwerk. Ah. Okay, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh yes! Oh yes, Baby! Oh, ich mache uns jetzt geile Punkte. Weil ich super gearbeitet habe. Oh, wow! Let's go! Woohoo! No way! Warum? Wo gibt's denn Flügel? Weiß ich nicht, aber muss es irgendwo. Modularer Flügel. Nicht ganz gerade. Ah nein, ich bin einfach zu gut, zu schnell, zu viel Geschwindigkeit. Ja! Ha! Du hast gerade Geld bekommen, oder? Weiß ich nicht, ich bin im Baumodus. 25 Mark. Gold. Woohoo! Yes! Oh, ich. Aber komm, es muss ja trotzdem Geld gehagelt haben. Und? Was? Was war das? Oh Gott. Hä? Hilfe. Mein Fahrzeug ist weg. Dann bauen wir jetzt mal was komplett Neues. Das nicht. Ah, ich kann dir dabei zugucken, das ist ja lustig. Echt? Ja. So, was bauen wir denn mal Geiles? Du baust gerade ein Raumschiff? Ja, irgendwie was zum Fliegen. Keine Ahnung, ob das klappt. Okay, dann baue ich ein Boot. Einfach mal geguckt, ob das jetzt klappt, kann ich ja nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Ah, ich brauche ja wahrscheinlich trotzdem kleine Reifen. Cockpit. Irgendwas Kleines hier. Weltraum. Das ist zu gepanzert. Tauchglocke. Oh ja. Oh shit, aber man kann auch, also das ist ja geil, Schiffe. Es funktioniert echt gut, ne? Es ist echt ja, easy. Ist nice. Sehr intuitiv, muss ich ja mal sagen. Cockpit, Weltraum. Ja, das ist jetzt für eine, das ist eine Tauchglocke. Da will ich ja natürlich, bei der Tauchglocke will ich aber keine Schwimmkörper wahrscheinlich, oder? Wie funktioniert das jetzt? Muss ich da wahrscheinlich einen Propeller ist ja eigentlich, nennt man es beim Schiff auch ein Propeller, ja. Ah, da, Heckpropeller, das ist es. Was? Hm? Nee, es muss weiter hinten sein. Ja. Ist jetzt da dran? Nee, warte. Okay, das, jetzt muss man ein bisschen Ahnung von irgendwas haben.
Funktioniert das jetzt? Das ist dumm. So viel dazu, wenn ich Flugzeuge baue. Der ist einfach nach hinten gekippt. Was ist geil? Was würdest du sagen, ist Vortrieb ist grün wahrscheinlich, oder? Warte mal, aber da müssten wir... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aerodynamik, was ist denn Aerodynamik? Blöcke, geil. Achso, warte. Ja, das ist ja Quatsch, ich will ja tauchen. Da brauche ich ja keine Tauchdinger. Die löschen wir. Was brauche ich jetzt? Vielleicht dann doch nochmal auch Räder, damit ich überhaupt ins Wasser komme. Oder wie mache ich das jetzt? Das wird wahrscheinlich hin und vorne nicht funktionieren. Ich muss ja irgendwie da zum Wasser kommen. Ich mache erstmal. Was passiert, wenn ich jetzt. Jetzt hänge ich hier auf dem Trocknen. Ja, aber warte mal, wieso sind die denn nicht verbunden gewesen? Hä? Hallo? Das jetzt nicht mehr benutzen. Waffen. Geil, ich kann mir eine Waffe noch drauf bauen. Grün ist links. Okay, also hatte ich das falsch rum. Ich kann das Ding gar nicht mehr benutzen. Hallo? Er ist immer noch zu schwer. zu schwer hinten einfach. Wir löschen alles. Scheiße. Okay, löschen wir doch mal. Dieser Klumpen ist hin. Okay, den weiß ich auch nicht, warum der da ist. Was ist denn das so? Ich glaube, man kann original Stunden damit verbringen. Also dann machen wir jetzt mal ein Flugzeug. Cockpit. Das ist ja einfach riesig. Cockpit, okay. Dann auf Waffen. Ah, das ist ja eine Aha, jetzt bin ich, stehe ich schon mal. Leute, jetzt gibt's. Du stehst schon. Oh, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Wieso fährt denn der? Der soll doch fliegen. Balance. Partyballon. Ich hab eine Kanone. Wo sind denn hier die? Okay. Irgendwas habe ich nicht bedacht. Also erstens mal hebt der nicht ab. Das finde ich schon mal scheiße. Also das und zweitens mal auch nichts für. Fliegt der nicht. Ich finde, das ist nicht deine Schuld, finde ich. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, was ich hier mache. Muss es da wahrscheinlich einen speziellen Block für geben. Trapezdüse. Ich glaube, ich habe einfach eine Sache noch nicht gefunden. Hm. Warte. Das Fahrwerk finde ich gut. Und jetzt? Logikblöcke. Okay. Gadgets. Ich erstmal wieder über Wasser bin, baue ich neu. Hier vielleicht irgendwas. Flaggen, Lichter, Details. Oh, das ist ja, hier kann man ja einfach stundenlang kann man hier bauen. Ist geil, ne? Warte das mal. Das macht Spaß. Aber kriegt man, haben wir nicht Anleitungen? Go-Kart-Sitz, Operator-Sitz. Glauben, brauche ich nicht. Flugzeugfenster. Warte, hier wird's interessant. Nee. Ja, und fertig. Und das kopieren wir.
Die Seite ist egal. Da kann man schon drin abtauchen jetzt. Ja, voll, ey. Insbesondere, wenn man ein U-Boot baut. Warte, komm her, komm her. So. Nein, nicht so. Okay, dann hier, was brauchen wir? Ah, ich hätte die nach unten ziehen müssen, glaube ich. Obwohl. Nee. Nee, das ist Quatsch, was ich mache. Sonst ist das nicht aerodynamisch. Das ist jetzt schon nicht aerodynamisch. Oder? Warte mal. Raketendüse. Doch, ich hätte die da runtersetzen müssen, sonst bringt das nichts. Wieder schnell. Warte. Ja, so da ist noch irgendwas Spitzes doch vorne drauf. Hallo. Alter. Ja, sowas. Also, ey, entschuldige Sie, was ist denn jetzt hier los? Ist zu groß. Also jetzt werde ich langsam fuchsig. Oh! Wo ist das Problem? Dock dich doch da an! Oh, ich werde wahnsinnig. Hä? So, jetzt geht's. Aha. Jetzt. Was macht man, wenn man den Spiegel verkehrt braucht? Ah. Oh. Okay, was, wenn man den Spiegel verkehrt baut? Ja. 100 Ecken. Nee, ja, warte. Nee, das brauchen wir nicht. Da kannst du drehen. Dann drückst du auf diese Drehfläche und dann passt das. Aber kann man alles drehen? Ach, ich habe hier schon verbaut. So. Ah, jetzt okay. Versuche ich das mal zum Abschluss zu bringen. Verdammt, das ist nicht mittig. So. Ja, so genau. Mhm. Zack, das müssen wir aber einmal drehen. Zack, zack, so. Und dann kommst du dahin. Kopieren. Dahin und kopieren. Verdammt! Jetzt habe ich aber eigentlich das gleiche Problem wie eben, ehrlich gesagt. Weil das jetzt hier nicht zu ist. Das kriegt das nicht mittig. Das war eigentlich jetzt völlig unsinnig, was ich gerade gemacht habe. Das macht ja überhaupt keinen Sinn hier. Leipzig-Frankfurt-Pokal Achtelfinale. Ach du Scheiße. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, hätte leichter kommen können, ne? Mhm. So. Das geil. Ist natürlich bitter. Wieso ist das? Achso. Und dann mache ich jetzt hier noch so ein. Nochmal das gleiche, sondern hier so ein Block. Ja. Das irgendwie anders machen. Da fehlt noch ein Mittelstrebe oder sowas. So, jetzt mache ich hier, ich mach hier gute Arbeit. 1, 2, 3, 4. Auch wenn das alles hin und vorne noch nicht klappt. Also wir brauchen jetzt einmal so eine. Ja, wollen wir so ein. Hä? Warte mal, Flügel sind doch. So. Doch, vorne wird die. Doch, so muss richtig sein, oder nicht? Jetzt. So langsam. So sehen Flügel aus.
Oh, geil. Das kann man da so rum. Ah, das ist ja geil. Und jetzt nochmal. So. Sieht ja so scheiße aus, ey. Ich baue richtig hässlich. Du hoffentlich auch. Ich versuch's nicht, aber ich baue. Ich komme nicht so richtig voran hier. Ich weiß nicht, warum der hier mir ein Ausrufezeichen zeigt. Warum will er das da nicht? Okay, scheiße. So, was braucht man, um zu lenken? Weißt du das schon? Lenkrad, ja. Lenkscharnier. Scheiße. Für die Räder eines Gyro. Ah, herrlich. Okay. Warte. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Stromkopplung. Alter, was es gibt. Rohre. Wir müssen es ja gleich mal ausprobieren eigentlich. Kommen wir nicht drum herum. Aufblasbarer Ballon, Partyballon. Beiboot, Eckblock, Kiel. So. Logik, Scheinwerfer. Oh, das ist geil. So. Traktorstrahl. Räder. Fahrwerk. Nein. Das ist da hinten und vorne nicht funktionieren. Oh, falsch rumgedreht. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Wir haben aber keine Heckflosse. Egal. Ich baue eine Stunde für sowas. Ich bin noch nicht ganz fertig. Yes, 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 yes. Okay. Ah, warte, warte. Was brauchen wir hier noch? Okay, warte. Scheiß was? Oh, dieses miese Fass. Wie er mich immer auf in Richtung des Fasses dreht. Ich werde das Fass nicht mehr los. Dann fliege ich halt mit dem Fass. Nein! Das passt nicht. Rawjet, Drachenjet. Ich will sofort jetzt mein Flugzeug hier. Da, hier, das ist eine gute Flugbahn. Wie kann ich das jetzt... Was? Ein Sticker, wo ist man da? So, jetzt. Eddie? Ja? Ich komm. Wo bist du? Wieso hebt er nicht ab? Ich heb ab. Warum ist er nicht abgehoben? Heb ab! Eben ist er noch abgehoben! Ja! 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 Egal! Hey! Hey, hey, hey! Ich glaube, wir müssen, einfach nur...
hinten ein bisschen mehr stabilisieren. Das ist halt nicht lang genug, das Flugzeug, glaube ich. Es hat es nicht stabil genug. Der kleine Klotz. Wir müssten ihn länger machen. Vielleicht die Flügel auch länger. Bei Boeing würde der so durchgehen, ja. Also wir müssen... Also wir müssen... Ich würde nochmal die Flügel länger machen. Wieso ist es immer schief? Weil der 2 Kontaktpunkte hat und der 3, okay. Ist auch ein Endflügel? Nee. So, dann haben wir die ein bisschen länger gemacht. Und dann machen wir noch 2. Ja. Und. Hä? Was ist denn? Hallo? So. Ich krieg's einfach nicht hin. Glaub an dich. Und jetzt müssen wir vielleicht... Ey, da fummelt man die ganze Zeit und denkt, geil, jetzt habe ich's geil gebaut. Und dann schwebt's einfach in der Luft und ist überhaupt nicht an dem Ding dran. Pass auf, Leute. Wir machen das jetzt richtig geil. Und zwar machen wir den hier. Aber den drehen wir. Und zwar so. Kopieren den, machen den daran. Es verjüngt sich ja nach hinten. So. Okay. So. Und dann kopieren wir den hier nochmal. Hä? Ich dreh durch. Jupp. Und jetzt kopieren wir den. Ich bin zu schlecht. Sei nicht so hart mit dir. Ich finde nett. Hier gibt es ja noch weitere Tabs mit Stuff. So. Ach, guck mal, das habe ich mir schon runtergeladen. Ja, machen wir vielleicht dann noch mal so. Okay, Nils, ich komme zu dir. Okay. Bum, 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 bum. So, und jetzt? Wir probieren mal das. Neues Glück. So, wie speichere ich dich? Wieso kann er denn nicht laufen? Speichern. Okay. Boom, nächster Flug. Yes, yes, genau. Yes. Aber wir machen nur ein Looping. Wow! Okay. Warum haben wir so viel... Warte mal, der geht vorne hoch. Ich kann mich nicht drehen. Müssen wir hinten mehr... Jetzt guck doch mal vielleicht. Nils. Was? Entschuldigung. Ah, du hast einen AT-Dingsbums gebaut. AT-ABT-CT. AT-BT. Alter! Das ist ja geil. Den hab ich nicht gebaut, den hat jemand anders gebaut. Aber geil. Geil. Ich brauche einen Höhenruder. Wo finde ich einen Höhenruder? Kann er sich nur nicht umdrehen. Heckflügel, Frontflügel. Wo ist denn das Höhenruder? Quantenruder? Ach, hinten müssen auch 2 seitliche Wings. Ah ja, okay. So kleine, okay. Stimmt. Was schießt denn der da unten? So ein Querruder? Sowas, ne? So. Länger
kleinerer Rumpfflügel mittig. Haben wir die Flugzeugingenieure hier. Kann man Sachen gruppieren? Nee, Mist. Wie kann man den denn jetzt? Ach, guck an. Was ist aber das hier? Quantenruder, Richtungsänderung. Was kann man sich überhaupt noch Mühe machen, ey? Wie funktioniert das? Das ist Trial and Error. Kann keine. Hä? Wie mache ich denn das hier wieder weg? Das. Wo ist das Teil? Ich krieg das Ding nicht mehr weg. Wie krieg ich den 8080 wieder weg? Undo. Oh. Nee. Funktioniert der Shit? Keine Ahnung. Ich will, dass der wieder weggeht. Ich weiß nicht, wie man das ranmacht. Was ist das? Wie geht das? So? Das kann doch nicht sein. Ich krieg den nicht mehr weg. Ich hab keine Ahnung, was das überhaupt ist. Was ich hier baue. Nils, ja, du bist ja schon wieder so in deiner Welt. Ja, Entschuldigung, was ist los? Wie kriegt man ein Fahrzeug wieder weg? Wie kriege ich den 8080 wieder weg? Löschen. Klick ihn an. Wie? Ich fliege, Eddie. Ich hab ein Flugzeug gebaut. Eddie, guck. Eddie, flieg. Oh. Guck, Eddie. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich hab ihn gebaut. Klick ihn an und lösch ihn. Oh, wie geil. Es geht nicht. Ich flieg rum. Ich krieg den nicht mehr weg. Drück mal auf B. Ja. Und dann klick ihn an und dann muss eigentlich ja. So ein... Er klickt dann ja nur einzelne Teile an. Ich muss hier irgendwie wenden. So. Es ist nicht... Ah, ich kann markieren. Ah, okay, ich hab's. Ey, ich bin offiziell Flugzeugingenieur. Hier in Hamburg ist doch Airbase. Air Force One ist doch hier in Hamburg. Ich kann mich da doch jetzt bewerben mit dem, was ich jetzt hier gebaut habe. Ich komme zu dir. Womit? Mit dem Flugzeug. Hast du auch eins? Klar. Oh shit, ich weiß nur nicht, wie man fliegt. Ich will da durch das Tor, da ist doch so ein Tor. Das ist doch nicht zu fassen. Ey, es ist ja so geil, dass das funktioniert. Man muss ein bisschen so Trial and Error machen und es immer wieder ein bisschen ausprobieren und dann muss man halt gucken, okay. Warte. Ja, leider nicht getroffen. Wir müssen wieder neu Anlauf nehmen. Ich will durch den Feuerring finden. Also verliere ich es, habe ich ja Strömungsabriss oder nicht? Winkel stimmt. Flügel sind zu groß, glaube ich. Ah, das ist super schwierig, da durchzukommen. Ich bin viel zu groß für den Ring, oder? Hast du dir eins aus dem Baukasten genommen, Flugzeug? Ja. Du musst quasi, also bei mir ist es so, ich habe so zwei so Jets gebaut, da musst du dann mit Leertaste die Jets aktivieren. Und dann kannst du fliegen. Ah, da unten, du bist unter mir. Also muss nochmal probieren durch den Feuerring, ich glaube, das ist echt schwer mit diesem Flugzeug. Oh Gott, das ist super schwer zu steuern. Bau dir ein eigenes, weißt du, wenn du dir ein eigenes baust, dann ist das deins.
Ja, ich werde einfach mal gucken, was hier alles so geht. Kannst du... Ja, ja, komm mal, komm mal. Ah, so eine knappe Geschichte. Jetzt bin ich schon wieder hier im fucking Wasser. Immer lande ich aufgrund des Meeres. Also es ist ja einfach so geil, dass man sich ein eigenes Flugzeug bauen kann. Als nächstes müssen wir jetzt eigentlich ein U-Boot bauen, oder? Was meinst du? Ja, da ich eh immer im Wasser lande. Ja. Ich versuche die ganze Zeit durch diesen Feuerring, aber ich glaube, ich bin auch zu groß. Da gibt es dann nämlich, glaube ich, für uns Geld. Kann man gleiten. Ich gleite jetzt. Also ich komme nicht durch. Zu. Toll, das U-Boot schwimmt knapp, langsam knapp, eigentlich. Knapp, Mist. Abdrehen, beidrehen, Absturz, tot. Wuhu. Alles gut. Oh, mir geht's gut, keine Sorge, alles ist gut. Toll. Los! Na gut, dann müssen wir die kleine Betty wohl da stehen lassen. Wie komme ich denn da wieder raus? Was brauchst du? Mit F kannst du das verlassen, das Fahrzeug. Mit F, okay. Ey, ihr seht, es gibt halt schon unfassbar viele Sachen, die gebaut wurden. Ja, aber jetzt gibt's hier den Fichtenelch. Komm mal zu dir gefliegt. Der Bauplan oder Skins, die du noch nicht freigeschaltet hast. Wo bist du? Da. Warte, mein Fichtenelch kommt zu dir. Boah! Wow. Ich kann leider nur fliegen. Ja, kleiner Fichten. Oh, der ist ein bisschen kaputt. Repariert. Okay, der Fichten echt schadet. Ich fall gegen die. Nein, knapp den Crash schon wieder. So war, ich komme mal zu dir geflogen. Da bist du. Was hast du denn da Feines? Dinge. Rennwagen. Schnapp. Keine Reparatur-Token. Ach, reparieren kostet Token? Was? Ernsthaft? Nee. Ja, stand hier gerade. Warte, ich komme mal hier zu dir gefahren. Ah, da ist er. Da hinten sehe ich dich doch. Hier ist ja ein Krater. Krater Carlo? Ich komm zu dir. Willst du mal meinen Fichtenelch steuern? Mhm. Ich weiß nicht, ob das geht. Probier doch. Ich kann nicht stoppen. Ich kann immer nur vorwärts oder rückwärts fahren. So, hier, warte, wie steige ich aus? F. F, ja. Wenn du willst, darfst du mein Fichtenelch steuern. Der ist aber schön. Der ist ja gut. Hast du die Flügel falsch rum? Nee, die sind richtig. Nee. Okay. Und jetzt? Mit Space. Wie komme ich hoch? Abheben. Ja, er fliegt! Halt! Looping! Was macht der Fichtenelch? Der Fichtenelch kommt straight runter! Nein! Der hat keine 10 Sekunden überlebt! Okay, warte. Ja, wie kann man denn gerade fliegen? Okay. Los, Fichtenelch! Ja, aber da ist er! Du musst immer wieder Gas geben. Die Turbine musst du aktivieren. Oh, du musst gegensteuern, du machst wieder ein Looping. Oh, oh. Oh, er macht wieder ein Looping. Okay. Aber wie hast du denn das geschafft, den so gerade zu halten? Weil sobald ich aufhöre... Ja, musst du mit den Pfeiltasten WASD ein bisschen gucken. Ja, sieht schon deutlich besser aus. Ja, das sieht gut aus. Zu früh gelobt. Und vom Radar. Das ist ja richtig schnell. Ja. Boah! Alter, voll am...
Felsen zerschollen. Der Fichtenelch ist auf Highspeed-Flugmanöver eingestellt. Jetzt komm, ich bin gefangen in... Kann ich mir, der Fichtenelch ist auf dem Grund des Ozeans gelandet. Können wir nicht zusammenbauen? Also können wir zusammen fliegen? Oh, was ist denn das? Guck mal. Ich baue noch einen und dann können wir noch zusammen fliegen. Guck mal, ich komme zu dir. Was? Guck mal. Oh ja, hinter mir. Ja. Siehst du das? Eine Rakete oder was? Ich fliege. Achso, ja, du fliegst, ja. Komm mal, warte, ich baue dir auch ein Fichtenelch. Dann können wir zusammen... Warte, ich habe hier noch was. Ich nehme mir so einen Bauplan was. Ich finde das geil. Ich suche mir was Geiles, warte. Was Geileres als ein Fichtenelch? Nein, aber annähernd so. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, das ist sehr einfach. Das ist doch nice. Warte. Ah, ja. Oh, auch nicht schlecht. Nicht ganz sehr fähig. Ich bin eher so ein Transportflugzeug, ne? Ich bin eher so ein Millennium Falcon. Was geht mit ihm? Oh, der ist aber sensibel. Bombs. Wo bist du? Bist du in der Luft? Ja. Wo bist du? Ja, ich komm in die Luft, warte. Müssen wir durch die... Oh, bist du... Ah, müssen wir durch die Ringe durch? Bist du schon mal durch den Ring durch? Ja, geht. Ist hier irgendwas abgefallen an den Fichten? Ey, ich steuere sich einfach mal ein bisschen. Wo bist du? Da hinten. Ich komme zu dir. Oh. Ich bin ein bisschen groß. Deine Konstruktion ist besser geeignet für so... Meine Konstruktion ist nicht existent. Warte, wo bist du? Nein, ich bin zu dir gewackelt. Wuhu! Nils, ich komm zu dir. Ja, achso. Meiner kann irgendwie nicht so hoch, habe ich das. Guck mal, wo bist du? Ja, ich. Unter dir. Ich bin ja zu dir gekommen. Ich komm jetzt wieder zu dir. Ich dreh um. Da. Aber irgendwie so richtig lenken kann man mit dem nicht. Da fehlt so ein Seitenruder irgendwie. Jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich, bei mir ist was abgefallen. Jetzt weiß ich, warum das nicht mehr so richtig gescheit steuert. Okay, ich habe eine Erkenntnis gewonnen. Warum sich mein Fichtenelch nicht mehr so gut steuert. Das Ding ist abgefallen, was ich darauf gesetzt hatte. Oder der war nicht war nicht richtig gespeichert, das kann auch sein. Irgendwie hat er so einen Seitenruder oder sowas hat er gefehlt. Ja, bei mir, ich weiß, was gefehlt hat. Ich weiß nicht, warum er das nicht gespeichert hatte. Ich google dir einen neuen Fichtenelch, baue dir einen neuen Fichtenelch. Oh, hier, ey, du musst mal nach beliebteste. Kannst du eine fucking Boeing? Ja, aber es ist ja nur eine Boeing. Also ist ja das Batmobil oder was? Okay, check ich ab. So, warte. Wild Robot. Wieso war das denn nicht gespeichert, als ich das gemacht hatte? Das hat er einfach nicht gespeichert. Was soll das denn? Kein Wunder, dass der so geil geflogen ist. Und zwar war das hier. Das Quantenruder. Das hatte ich hier hingesetzt. Daran lag das. Wie habe ich denn das gemacht, dass ich eben geflogen bin mit dem Dude? Ah. Das ist dann nicht abgespeichert gewesen. Das verändert natürlich jetzt alles. Der Fichtenelch hatte eine kleine Panne. Eine kleine Konstruktionspanne. Die ist jetzt behoben. Oh, da habe ich die falsch gebaut. Da muss ich andersrum bauen. Ah, es geht. Das geht einigermaßen. So, pass auf, ich komme zu dir. Gleich. Mit neuen geilen Objekten, die ich nicht selbst gebaut habe. Habe ich da durch diesen
fürchte nicht. So. Beidrehen. Volles Wendemanöver. Ich versuche mal durch diesen Ring, aber das will ich glaube. The fuck? John. Die scheiß TIE Fighter kippt dauernd um. Warum? Vielleicht, weil ich nicht auf dem Berg, weil ich auf dem Berg stehe oder so. Na, ich komme dann mit einem dicken Arschi da noch durch den Feuerring. Lol. Aber was wäre denn, wenn ich da noch zwei von hinzubaue? Sind die dann nicht noch leichter zu steuern? So. Wow, wie haben wir denn das noch geschafft? Wir sind einfach richtig gute Flieger. Ein dickes Fliegerass. So ein richtig dick, so ein richtig Elefanten. Flugelefanten. Mann! Ja, war gut gelandet. Haben wir gut gemacht, auf jeden Fall. Was wäre, wenn ich davon noch welche anbaue? Was ist denn der so lahm? Aber wo baue ich die an? Also wer immer diesen TIE Fighter gebaut hat, gehört bestraft. Ja, der ist halt voll lang. Ah, jetzt falle ich raus! Der ist halt langsam! Das langsam Einzige, was ein TIE Fighter sein sollte, ist schnell. Ja, das geht nicht. Da, also das ist überhaupt nicht loregerecht, oder? Das ist ey, komm. Hallo? Jetzt mal. So. Das ist eine Unverschämtheit. Stimmt das? Das stimmt. Was passiert, wenn ich jetzt so fliege? Ich speichere nochmal nicht ab. Leichter jetzt. Er ist natürlich ein langsamer jetzt, aber. Jetzt wieder hoch. okay, ja, doch, die Wende ist besser. Willst du mal den neuen Fichtenelch probieren? Aber, weil jetzt der fehlt ein Teil. Ist jetzt sehr langsam, aber für Anfänger gut geeignet. Ich lande mal. Hier, ich komm gelandet. Bin gelandet! Ich hab einen Breakdance-Roboter. Warte, ich speichere mal. Und jetzt überlege ich, ob ich noch weitere Düsen anbauen soll. Da ist er ja noch schneller. Gott, sollen wir das mal probieren? Was machst du da? Warte, so. Nein, nach hinten noch. Ich glaube, der ist zu fett. Oder? Kann das klappen? Der zeigt das ja ganz gut an hier. So, warte. The Battle Burger. Das sieht geil aus. Jetzt einer vorne noch. Ich krieg also. Ach, der ist ja falsch rum. Jetzt check ich das. So, der war die ganze Zeit falsch rum. Deswegen klappte das nicht. Bin schon gewundert. Wollen wir gleich mal noch mal so einen anderen Modus ausprobieren? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist das richtig jetzt? Ja.
Da sind die so. Da sind die so. Ja, okay. Probieren wir mal aus. Mit dem Elch. Ja, die steuern sich wirklich schwer, Chat. Das ist nicht so einfach, wie das aussieht, ey. Boah, der hat jetzt richtig Power. Boah, alter Schwede. Zu viel Power. Ja, der hat zu viel Vortrieb und zu viel Vortrieb. Kann man nicht gut steuern. Müsste hinten mehr einen längeren Schwanz haben jetzt hier, der Typ. Der Fechten, ehrlich, klappt so nicht. Wir sind sicher gelandet. Dann müssen wir abbauen. Den äußeren löschen. Ja, ich bin dabei. Worauf hast du Bock? Auf ein Rennen zum Beispiel? Ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Also. So, Fichten echt gespeichert. Ich könnte ja mal einen neuen Server aufmachen und einen Rennserver zum Beispiel machen. Ja, oder es gibt es nicht. Ich habe irgendwas gelesen, meine, es gibt so Rätsel auch. Sowas? Ja, ich glaube, das ist ja im Prinzip hier ja auch schon. Dieser Ball da, den wir vorhin da in gegolft haben, oder hier so irgendwelche Feuer. Sachen. Ja, mach einfach mal irgendwas. Ich lass mich überraschen. Okay, warte. Dann gehe ich jetzt mal raus hier. Ich glaube, ich muss den Server verlassen. Ich ist gelandet. Dann gehen wir mal. Warte mal, Herausforderungen. Ah, überfahre 3 Hühner. Schließe folgendes Rennen auf der Renninsel ab, Rennstrecke. Oh, kann ich das machen? Jetzt habe ich komplett. Also ich schaff's aber auch wirklich. Also mehr Schrotten und verschollen sein geht nicht mehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, aber du hast immerhin was kaputt gemacht. Ich finde, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss einen neuen Server aufmachen, wenn ich das richtig verstehe. Dann gehe ich mal ins Hauptmenü. Dumme Röhre rein. Der Server wird sich jetzt vermutlich für dich auch schließen. Ja. Und dann mache ich mal einen neuen Mehrspieler-Server. Mache ich mal Racing. Racing-Insel. Oh, da habe ich jetzt einen erstellt. Aber ich glaube, ich habe. Glaube ich, aus dem gejoint. Renninsel. Mit den Deaths spielen? Okay, warte mal, kann ich dich jetzt einladen? Wöchentlich heraus. Dora the Destroyer, nee, ich will dich einladen, warte. Wie kann ich dich einladen? Oh, hier sind auf jeden Fall die ganzen Rennstrecken, aber ich will ja nicht einfach, ich will ja nicht mit Dora unterwegs sein, ich will ja dich einladen, wie geht das? Also, ich glaube, ich muss nochmal raus. Oder kannst du meinem Spiel joinen über Steam? Ob die kann man nicht joinen, du musstest dafür die Eddie einladen. Was soll ich machen? Zum Zuschauen. Das geht nicht. Ich glaube, ich muss einen eigenen Server machen. Ich habe irgendwas falsch gedrückt. Weil mit diesen eigenen, das werden wir jetzt nicht machen können, weil wir jetzt natürlich nicht so viel Zeit haben, was zu bauen. Aber mit den eigenen Kreationen dann was bauen zu können, ist, glaube ich, auch ganz cool. Warte mal, wo ist denn da Renninsel? Ja, dann natürlich EU. Und dann müsste das gehen. So, Server ist. Server wird gebaut. Achtung, Achtung. Renninsel mitmachen. So, kommst du zu mir. Wie sieht's aus? Ja, ich komm. Was machen wir denn hier? 3 Brücken. Rennstrecke. Nehmen wir mal so einen vorgebauten Racer. Ey. Okay. Also ein Racer. Oha. So, da kann man doch jetzt. Start. Startzone. Okay, bist du da?
Ah ja, da. Klar. Nimmst du auch diesen Standard-Racer da? Dann können natürlich wir uns nicht treffen. In der Startzone. Okay, du bist natürlich ein sehr viel geileres. Alles Schwede, du Arschloch. Guck mal mich an. Nee, so hol dir doch auch einen geilen. Aus der Werkstatt. Ey, sag mal, wie bremst man denn? Hol dir was Geiles aus der Werkstatt. Du gehst auf dieses Steam-Symbol. Hä? Und dann. Hä? Steam-Symbol. Da sind so oben so Registerkarten. Blöcke, Diamant, Blaupausen, Steam-Symbol. Okay. Werkstatt. Ja, geil. So. Hast du den auch aus der Werkstatt, ja, oder was? Ja. Also wo ist denn die Strecke? Da müssen wir jetzt lang. Kann das sein, dass wir mitten auf der Strecke sind? Ja. Oh, ist der krass. Ich kann mit dem nicht mal geradeaus fahren, so schnell beschleunigt der. Ja, Kontrolle ist auch wichtig, ne? Au, oh, Kiste. Aber der macht Kurven von alleine. Warum? Lenkt man auch mit der Maus? Kann das sein? Shit. Au. Ich krieg den nicht gerade. Leute, ich schwöre euch. Au! Das ist das weirdeste, die weirdeste Steuerung. So, ich benutze nur WSAD. Ich drücke jetzt mal nur W. Ich habe das Gefühl, ich könnte gewinnen. So, jetzt drücke ich nach rechts und es geht überhaupt nicht. Jetzt geht's plötzlich ganz krass. Okay, ich brauche ein anderes Auto. Das ist so. Dem können wir überhaupt nicht fahren. Ich habe 500 Gold für uns erwirtschaftet. Der könnte funktionieren. So, wenn ich jetzt in die Startzone gehe. Bist du noch da? Hä? Nee, ne? Du bist jetzt nicht dabei, oder? Ich bin nicht dabei. Wir müssen zeitgleich in die... Ja, ich habe ein neues Rennen geschaltet. Ich wollte nur mal wissen, ob du zu mir gemorpht wirst. Da bist du. Hi. Du schießt mich ab? Ernsthaft? Warum? Waren wir nicht immer gute Freunde? Jetzt jagst du mich. Du bist voll langsam. Du bist ein Panzer oder was? Ja, der ist ganz langsam. Ich glaube, das ist eine neue Bestzeit. Ich kriege richtig viele Penunzen, da kann ich mir dann Sachen für kaufen. Weltrang 1979, besser als 63% der anderen Spieler, wenn das nicht Hammer ist. So, aber ich will nicht nochmal das gleiche machen. Es gibt ja noch andere Rennen und so. Ich fahre hier mal raus. Was haben wir denn da hinten? Wollen wir uns nochmal auf der anderen Rennstrecke treffen? Die drei Brücken zum Beispiel. Das ist so ein. Die drei Brücken. Offroad. Ja. Ich hoffe mal, man kriegt jetzt ein gescheites Auto. Warte mal, wahrscheinlich muss man hier erstmal. Wie komme ich da hin? Drücken. Och. Ja. So, ich glaube, wenn du da nochmal auf B drückst, dann schlägt er dir ein passendes Fahrzeug vor. Hoffe ich mal. Aber ohne Gewehr. Wo bist du denn? Da bei die drei Brücken. Ich komme. Ich komme. Ich schaffe. Wenn du jetzt B drückst? Ja. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich bin so dumm. You can do it. Automatisch bauen, so. Oder? Ich glaube, wir haben das gleich, oder? Los. Ja, du musst raus, du bist wieder rausgefahren. Du wolltest einen Frühstart hinlegen. Es ist nicht so leicht! Du willst mich wieder, ich weiß genau, was du vorhast. Du willst mich hier wieder von der Strecke pieseln. Gar nicht. Ich will, dass wir Spaß haben. Guck, du weißt doch, wie das läuft mit Rennspielen und mir. Schon gelaufen. Ich hasse es einfach. Ich kann so kleine Autos nicht steuern. Ich brauche einen Düsenjet. So, warte. Ich komme.
Wait for me. Man muss aufpassen, man darf nicht zu schnell werden. Das ist das Problem, was ich immer habe. Das hat man, das verliert man die Kontrolle. Aber steuerst du auch mit der Maus, oder? Ne, mit der Maus nur die Kamera. Nur WSAD, oder? Ja. Weißt du noch irgendwas, was ich nicht weiß? Oh, es ist so knapp gewesen. Was? Ja, die Brücke. Scheiße, ich bin schon wieder im Wasser. Aber da hat man es jetzt wirklich mal gesehen, Chat. Ihr habt genau gesehen, bei jedem anderen hätte es geklappt. Was haben wir hier? Guck mal, hier ist noch eins. Wir Wettfliegen. Oh, wollen wir Wettfliegen machen? Oh ja, Wettfliegen ist auch gut. Warte, ich komm zu dir. Ja. Da muss man ja erstmal hier, nicht in die Startzone, so erstmal wieder das passende Fahrzeug. Oh ja, geil. Sieht doch nice aus. Wie bist du denn da hinten? Ach da. Bist du einfach hier durchgefahren oder was? Nö, ja, so eine Art, genau. Au. Wie mache ich das? Ah ja, hier. Ja, Blöcke löschen. Nein, automatisch bauen. Ich hab mich hier vor, ey. Und jetzt? Jetzt noch mit Space. Komm, wo, aber wo sehen wir denn die Strecke in der Luft? Weiß ich nicht, wird sich vielleicht gleich zeigen. Ich glaube, wir sind falsch rum, du musst einmal drehen. Deswegen haben wir nichts gesehen. Sagst du mich? Na, ich war ja selber falsch rum. Ich hab mich schon gewundert, das ist nicht schlecht. Eine Startbahn direkt vor einem Berg? Ist das nicht schlecht für ein das Flugzeug? Ist gemein. Okay, warte. Hier. Oh, ich bin daneben, nein! Oh Gott. Was ist das denn? Das ist ein Kunstflieger. Was ist jetzt, das? Achtung. Chill, chill, chill. So. Ja! Ich komme hier gar nicht mehr raus. Okay, ich bin aus dem Turnier geflogen. Aber du musst es alleine schaffen. Wo muss ich denn hin? Ich bin ausgeschieden. Ich glaube nicht, dass ich nochmal wieder. Oh, auf Fels! Fels! Da ist ein Felsbrock. Nein! Nils, wie dreht man? Ich bin aus dem Turnier entfernt worden. Wegen Unfähigkeit. Warte, kann ich nochmal neu? Darf ich nochmal neu starten? Weil du brauchst eh noch eine Weile. Oh, das war krass. Alter, hast du das gesehen? Nee. Hast du den Checkpoint auch gemacht? Ich weiß doch nicht, wo die Strecke ist. Ich fliege ja einfach lang. Okay. Aber ich habe gerade mega. Hoffentlich lassen die mich nochmal mitspielen. Aber ich weiß nicht, wie man. Ich glaube, ich kann dich noch einholen. Ist auch schon raus zum Rennen raus. Ach, Eddie ist auch schon raus? Ich kann einfach nicht lenken mit den Dingern. Was sind denn jetzt hier die Blaupausen? Oh, es muss doch irgendein. Es fehlt eine Taste einfach, Leute. Es fehlt einfach eine Taste. Wie kriege ich eine Kurve hin? Ich fahre jetzt das Rennen mit dem Fichten durch. In dem kenne ich mich aus. Oh. Ich kann einfach nicht lenken. Nicht so richtig. Dreh dich zur Seite und dann zieh hoch, schreibt der Chat. Wie? Jetzt hochziehen. Ja. Ah. Jetzt hat er die raus, wie man Flieger fliegt. Ja, der Fichtner, ich hatte gerade einen Konstruktions... Oh. Ui. Ah, nein! Ich dachte, ich komme unten durch. Er fliegt noch. Ich brenne, mein Flügel brennt, aber ich lebe. Löschen mit dem Wasser. Wo bin ich denn? Haben wir das hier schon? Raw Stark. Power? Aber die Strecke habe ich immer noch nicht gefunden. Du bist ja rausgeflogen aus dem Rennen. Achso. Du bist auch entfernt. Ice on the road.
Wollen wir nochmal das hier machen? Das sieht doch schön aus. Oh, das ist eine Highspeed-Strecke. Wollen wir das hier mal machen? Ja, klar. Ja, geht alles gelandet durch. Okay. Oh, 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 ich lande wahrscheinlich direkt auf dir, oder? So, okay, wieder zu Boden, ja? Ja. Jetzt ist es doch nicht mal losgegangen und ich bin schon kaputt. Ich war gerade aus. Das ist schon fast ein Talent, ey. Man muss wirklich nur gerade ausfahren. Aber ich kann okay, ja nicht komm, nochmal bitte. Das okay. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wo bist du? Es gibt eine Bestenliste. Tschüss. Was hast du gemacht? Das war super das? Schnell. Warum machst du so ein... Easy. Warte. Das machen wir normal. Nee, ich will nicht mehr, nie wieder. Habe ich einen Fehlstart gemacht? Oder nein, du kannst auf Space auf Shift, Burst. Ne? Ey, das war ein Frühstart, Digga. Nee, überhaupt nicht. Ich hab einen Super Burst. Tschüss. Das war... Ey, Leute, das war doch... 9 das Sekunden? Das war ein Frühstart, Nils. Nee, ich glaube, ich bin in der besten Liste. Richtig gut. Und zwar... Komm. Platz 5547. Alter Schwede. Ab, du Sau! Ich konnte nicht vorbei! Sehr geil. Was gibt's noch? Sollen wir nochmal gucken, was es hier noch gibt? Also einmal noch. Okay, warte. Komm. Aber wieso bist du eigentlich genau in der Mitte? Ey, nee. Nee. Ey. Was? Ich bin zu schnell für dich, soll ich anhalten? Das ist so unfassbar. Oh, das ist noch eine so neuere Bestzeit. Ah, da bist du komm, ja. Wir müssen unter 9 Sekunden kommen. Ja, das ist kein Problem. Ohne Abdrängen. Bleib gerade. Oh! Ah, jetzt hast du Frühstart gemacht. Jetzt hatte ich Frühstart, ja. Jetzt haben sie ihn. Endlich haben sie ihn erwischt. Wie geht's zurück? Achso, man muss jetzt zu Ende fahren. Ja, da musste ich ja alles riskieren. Oh, warte. Oh, ich komme nicht mehr. Hallo? Warte jetzt. Nur durch den Sand, da mache ich mir die Räder kaputt. Wo bist du? An der Wand zerschellt. Wie komme ich denn jetzt zurück zum Race? Mach F und flieg rüber. F? Steig aus, komm zu mir geflogen, bau dir ein neues Auto. Das dauert ja voll lange, bis ich jetzt bei dir bin. Fliegen mit Leertaste. Ist das nicht eine Karte, mit der du dich warpen kannst? Könnte gut sein. Ah ja, man kann das vielleicht auch einfach hier anklicken, das stimmt. Aha. Du kannst du auch mal auf Tab aussuchen gleich. Ja, mal, man kann einfach, stimmt. Kanal, das sieht ganz gut aus. Okay. Also. Aber wir werden keinen Rekord leider schaffen, oder? Oh, besser auf jeden Fall. 908. Ey, du startest doch immer in der Mitte, ich an der Seite. Das ist ja unfair. Ja, also die Strecke ist ja gleich lang, egal wo du startest. Nee, weil du kannst ja einfach dann mich abdrängen von der das Mitte. Von ich kann, pass auf, ich geh ein Stück nach rechts. Aber warte. Da warst du zu schnell. Gibt's nicht.
Easy. Ist zu schnell für die Tür an hier. Okay, hier kann man gar nichts mehr machen. Aber man kann echt einfach auf Tab und dann kann man sich hier die verschiedenen. Guck mal, wir können mal Wasser, große Inseltour. Ja, bin ich dabei. Was ist das? Kann ganz rechts? Oben, genau. Ja, okay. Was ist jetzt schon wieder passiert? Huch. Okay. Essen mit Boot starten. So. Ach so. Deshalb, ich gehe immer runter. Das ist ja auf dem Wasser, das macht tatsächlich Sinn. Jetzt habe ich das gerafft. Oh Gott. Ja, na toll. So, okay. Wo bist du? Hier. Aber wo geht's jetzt durch? Weiter? Ja, da. Hier könnt ihr auch die Kamera umschalten. Ach. Oh fuck. Gar kein Problem. Was machst du denn eigentlich? Was versuchst, welche Strömung versuchst du denn da hinten zu erreichen? Die Kamera gleichzeitig wieder. Es gibt. Ah, oh, so ist cool. Cockpit-Perspektive. Ja, aber wie soll man denn da einen einholen? Wenn der einmal vorne ist. Ja, durch fahrerisches Geschick. Aha. Wie beim Schach, wenn der Gegner keinen Fehler macht, dann hast du verloren. Ja, ich würde sagen, beim Schach hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten. Aber hier ist, ich bin einfach auch ein sehr erfahrener Bootspilot. Ich bin ja auch, meine Eltern kommen aus Botswana. Ja, ich dachte aus Bozen. Auch nicht schlecht. Meter, das sind ja mal locker. Das ist ja auch ein ziemlich spannender Event. Sollen wir zu einem anderen gehen? Erst wenn ich gesiegt habe. Du hast schon gesiegt. Ja, aber erst wenn der ein einziger Kontrahent steigt aus. Oh, guck mal hier, die Grand Prix-Insel, Nils. Das wäre doch mal was. Ich bin jetzt im Ziel, ich will nur meine Punkte noch mitnehmen. Ja, ja. Dann immer so hier, komm mal auf die Grand Prix-Insel. Das machen wir jetzt mal, eine richtige Grand Prix. Ja, und dann nehmen wir das vorgeschlagene Auto. Wie lang ist dieses Rennen? Das ist ja einfach... Inseltour. Ach, das heißt Inseltour, weil man einmal um die Insel rumfährt. Also wenn das jetzt nicht das Ziel ist, dann komme ich auch direkt... Sieht es nicht so aus, das müsste noch diese karierte Flagge normalerweise. Ja, okay, das ist in der Tat ein bisschen... Ja, ich komme jetzt so zu dir. Warte, wo bist du? Grand Prix-Strecke unten im Süden. Unten rechts. Die Insel, die große. Speed. Ach so, da. Grand Prix-Strecke. Ah ja. Mit dem Boot. Warte. Ja, hier. Ich habe so ein cooles Schneckenaufkleber bei mir. Wieso? Was machst du? Wo bleibst du? Achso, ich muss hier auf die Startaufstellung. Warum hast du abgebrochen? Upp. Das Fehlstart. Geht es los? Nee, warte doch! Wie, warte? Ja, du bist doch jetzt auf der Strecke. Was war denn das für eine Nummer? Ein Counter. Ja, ist ja gut. Da komm ich wieder zurück. Ja, warte. Geh nochmal einfach über die Karte nochmal. So. Das ist aber auch ein bisschen komisch. Hä? So. Warte. Das ist ja das Lächerlichste. Das ist das ja war keine Absicht. Harding all over again. Ey, was ist das denn? Das war keine Absicht. Das habe ich ja noch nie erlebt. Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt wieder da. Ich bin auch schon wieder früh losgehen. Das war ja wohl fair jetzt. Oh, die Wand! Nils, ich hasse dich so sehr! Wieso machst du nie Fehler, Mann?
Jesus fucking Christ, die gleiche Kurve, glaube ich. Nee. Oh, jetzt ist mein Auto kaputt. Oh, ich habe kein Auto mehr. Wo die Vorderreifen fehlen. Jetzt fehlt noch ein bisschen mehr. Oh, man fährt die Box. Noch. Ich kann nicht mehr lenken. Gott. Oh. Weil der muss diese Strecke denn. Wieso hat denn der keine Handbremse? Und denk immer, das ist jetzt das Ziel und das ey, ist das immer gibt's noch nicht doch, das Ziel. Das gibt's doch nicht. Hat er eine Handbremse oder nicht? Handbremse bei einem Formel-1-Auto? Ja, so schön um die Ecke sliden. Ein Formel-1-Auto sliden? Ja, Formel-1-Auto, Digga! Ja, das ist doch so, das ist doch hier so ein Äquivalent. Kommt der mir jetzt hier mit Logik? Das wäre aber ganz geil, Formel 1 Autos mit Handbremse, wenn die so sliden könnten. Das würde das noch ein bisschen cooler machen, oder? Musst du ein bisschen öfters die Reifen wechseln. Noch mehr. Früher. Glückwunsch, Glückwunsch. Unter 2 Minuten ist, glaube ich, absoluter Rekord in der Welt. ja, ich glaube, Andy tippt man Finish. Komm mal, ich bin gleich da. Ah, ich sehe dich. Ich sehe, wo du bist. Ich kann dich auf der Karte verfolgen. Jetzt kommt eine Linkskurve. 42 links. 42 links. Jetzt kommt gleich eine sehr. Okay. Jetzt kommt gleich eine. Oh. Okay. Jetzt kommt gleich eine sehr, sehr scharfe Rechtskurve. Also nicht zu schnell in die Kurve, sehr scharfe rechts. Ja. Jetzt da bin ich. Und dann war's. Hab ich gewonnen? Ja. Stiege der Herzen. Zweiter Platz. Bin ich zufrieden mit. Wollen wir gucken, was es hier noch gibt auf der Insel? Wir könnten so ein U-Boot-Rennen machen. Unterwasserrennen. Oh, Unterwasserrennen klingt ja, auch gut. Ja, das ist quasi ein bisschen im Norden, Nordwesten. Unterwasserrennen. Zwischen den Inseln. Dann müssen wir ja nach Süden. Müssen wir ja nach Osten. Ah. Ja, genau. Hä, aber mit Haut? Ach so, nee, Quatsch. Das ist ja auch Unterwasserfahren, geht natürlich auch. Okay, das sieht sehr komplex aus. Das ist aber ein komisches. Okay. Ich tauche automatisch. Oh! Was denn jetzt? Wie komme ich denn runter? 44 Teile. Q und E gibt es auch noch als Bedienung. Ich kann irgendwie hier runterkommen wieder. Drück mal Q, drück mal E, drück mal. Treibst du auch nach oben? Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Man muss ja wahrscheinlich, gibt es ja Düsen. Warte, und je nachdem, wo ich hingucke, jetzt, wenn ich nach oben gucke, müsste ich runterkommen. Ja, so ist es, okay. Okay, kommst du klar? Noch nicht. Wie bist du runtergekommen? Also du hast ja Düsen. Und du musst erstmal dein Fahrzeug in die Richtung gucken lassen, in die du willst. Also in dem Fall, jetzt willst du wieder ja nach unten. Und dann drückst du Space. Nee. Dreh mal dein Fahrzeug mit der Nase nach unten. Ja, wie? Mit WASD. Dass du die Nase einmal absenkst und dann erst drückst du. Ich lass kann mal die Nase Vortrieb, nicht absenken. Lass mal den Vortrieb los. Space loslassen. Jetzt versuch mal die Nase nach unten zu drücken. So, ich drücke nach unten. Mehr geht nicht. Warte, ich komm nochmal an die Oberfläche. Ich komm mal zu dir. So, guck mal. Bei mir geht das. Bei mir geht das nicht. Wenn ich W drücke, taucht er ab. Bei mir nicht. Warte, macht bei DQ und E irgendwas? Jetzt geht's. Okay. Ich habe neu gebaut, jetzt geht's. Achso, es war kaputt. Okay. Warte, dann. Wie muss man denn? Die Frage ist, in welche Richtung geht das jetzt, ne? Wahrscheinlich dann in die andere Richtung, weil hier ist ja könnt schon. Könnt ihr auch nochmal neu spawnen. Hier ist die Tafel, die Anzeigetafel wird ja. Da müssen wir hier anfangen, schätze ich mal. So. In welche Richtung? So. Ach, hier. Ja. Kannst du ja nochmal neu hinwarpen, dann bist du ja automatisch richtig ausgerichtet. Ja, ich weiß. Das ist doch viel geiler, wenn man das. Oh, okay. In den Tunnel rein, als erstes, oder? Hast du schon angefangen?
Nee, aber als der Zoom da war, hat er auf den Tunnel gezählt. Wieso startet's denn nicht? Doch, jetzt. Ey, wieso passiert mir immer dummer Scheiß beim Start von jedem Rennen? Ich bin auch komplett in die falsche Richtung gefahren, falls es dich irgendwie freut. Zist. Du hast, glaube ich, sogar den besseren Start. So bescheuert das klingt. Ich bin hinter dir, Junge. Fuck, von welcher Seite muss ich denn da jetzt rein? Von hier. Hauptsache berühren? Wahrscheinlich, ne? Hauptsache berühren, der zärtliche Podcast. Aber wie fährt man denn einfach nur gerade, Alter? Ja, muss ich ein bisschen aus. Das ist eine sinusförmige Fortbewegung hier. Ein bisschen stabilisieren, immer ein bisschen hin und her. Ey Leute, wenn ihr jetzt hier die Sendung guckt, ne? Also die Show. Also das Spiel. Also ihr wisst schon, was ich meine, den Stream. Ich bin in echt wirklich ein guter Autofahrer. Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich jedes Fahrzeug, was sich irgendwie bewegt, innerhalb von 5 Sekunden schrotte. Aber in echt ist das nicht so. Hier ist eine. Immer sehr laut, wenn Eddie im Auto sitzt. Ich weiß auch nicht, warum es hiermit nicht klappt. Bist du im U-Boot gefahren, Eddie? Wo bist du eigentlich? Digga, ich kann hier nur Sinuskurven fahren. Wieso? Weiß ich nicht. Er lag am U-Boot. Etwa ein Versuch mal. Drin. Also immer nur. Du, stell dir vor, das ist eine Pistole und du zielst mit der Front einfach dahin, wo du hin willst. Hä? Wohin? Er kann ja nicht still bleiben. Wenn ich nichts mache, bewegt er sich. Guck mal, ich mache nichts. Seht ihr das? Ich sehe das leider nicht. Aber. Ich kann nicht den gerade halten in der. So, jetzt. Sobald ich Space drücke, geht er wieder hoch. Dann muss ich wieder runter drücken. Ja, genau. Dann musst du halt stetig navigieren, sozusagen. Unter 2 Minuten war das Ziel. Blub, 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 blub. Aber das ist ja echt interessant, wie der das auch gebaut hat. Ist deins auch so langsam? Ja, aber ich bin schon im Ziel, aber schnell ist das Ding nicht. Ja, vielleicht gibt es im Steam Workshop noch ein paar coole Entwürfe für U-Boote. Hm. Stimmt. Oder andere tolle Dinge. Wir haben auf jeden Fall noch eine auch schnellere Boote, schätze ich mal, ne? Kanal? Klingt auch nicht schlecht. Haben wir das schon? Nee. Und die 3 Brücken ist so ein Mud Racer, glaube ich. Aber schon abgefahren. Also es ist natürlich mit eigenen Kreationen dann auch noch mal ein bisschen herausfordernder. Ja. Es gab ja so ein Space natürlich Bock, DLC. Das ist das Geilste, wenn du... Kann ich den nochmal probieren? Bin da gerade mal bei Kanal. Achso, das da ist auch... Raumschiffe. Nee, achso, warte, was haben wir hier? Oh, geil. Also eine Art Hoverboard hier. So eine Libelle, das ist ein Wasserläufer. Okay, ich habe noch langsameres gefunden im Workshop. Langsameres U-Boot? Mhm. Ich habe hier noch was Lustiges. Willst du kommen? Ja, ich bin unterwegs. Es dauert noch einen Tag. So. Ob das überhaupt Spaß macht. Okay, man ist so ein bisschen hammert über dem Wasser. Das ist ein Hammerboard. Oh, nicht schlecht. Brum, 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 brum. Nee, das bringt nichts mit dem. Mie, mie. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, das war knapp. Ich mach's besser. Scheiße. Lustig. Erinnert mich ein bisschen an Diddy Kong Racing früher. Konnte man auch mit einem Hoverboard. Das war ganz schön schwierig teilweise. Bist du da? Wo? Im Ziel? Nein. U-Boot. Jetzt komme ich mit dem U-Boot nicht runter unter Wasser.
Ja, aber was kann ich mir jetzt kaufen damit? Mit dem Geld. Gibt ja so Sachen, die muss man kaufen. Hier zum Beispiel. Genau. Wie viel Geld habe ich denn? Gesagt 3000 Mark. Wo bist du? Bei der Libelle da auf der Karte ist das ganz links, ganz im Westen. Kanal. Melvins Insel? Nee. Kanal. Ganz, ja, über Melvins Insel, dieses komische Gefährt. Da liegt er. Flatsch, wie so eine Flunder. Aber das ist ein schönes U-Boot. Was ist das jetzt? Das fliegt, das ist, ach, das ist so ein... Ja, das ist so ein Hover-Ding. Okay. Also ist auch jetzt nicht spektakulär, ich bin jetzt einmal schon gefahren, aber... Ich drifte ab. Hilfe, ich drifte ab, ich kann nichts mehr machen. Hilfe, hier kann ich nichts mehr machen, ich komme nicht zurück. Warte. Oh, warte. Oh, Hilfe. Oh, du miese Bazille. Du hast mich weggerammt. Mein Fahrzeug hat jetzt eine leichte Schlagseite. So. Oh, fuck, das wird schwierig werden. Oh, komm! Jetzt! Was willst du? Oh, ein bisschen Angst. Ich hab, mein Fahrzeug ist, glaube ich, beschädigt. Johnny, wir haben Schaden an der... Was ist jetzt schon wieder passiert? Es ist doch gar nichts passiert! Ich war doch gut dabei! Mein Fahrzeug war von Anfang an kaputt durch den, Ja, wenn das Hoverboard übrigens einmal untergeht, ist vorbei. Ja. Ja, wir haben am Anfang direkt einen Crash gehabt und haben uns, glaube ich, da wirklich auch beide beschädigt. Es ist leider, wie es ist. Da müssen wir niemand anderem die Schuld geben, außer... jemand anderem. Ich bin nochmal an der... Willst du das nochmal oder was anderes? Nee, was anderes. Warte, hier ist nochmal Wettfliegen. Das können wir nochmal machen. Wo denn? Das ist... Ich hab's. Was hab ich denn jetzt? Moment, wieso gibt es denn hier keinen Bauplan? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ach, warte mal, ist das dasselbe? Nee. Ich glaube, wir müssen zur Startzone, kann das sein? Ja, eigentlich reicht es, wenn du... eigentlich wirst du ja... Wir sind ja eigentlich richtig. Ja? Was soll das denn? Jetzt will er irgendwie nicht mehr. Jetzt bietet er uns nichts an. Nee. Ich weiß nicht. Ah, warte mal, mach mal Wettfliegen. Ah ja, geh mal auf Anleitung. Und dann auf automatisch bauen. Das hatten wir ja vorhin schon mal, ne? In einem saftigen Tanz. Mein Auto ist komplett im Arsch, ich tanze nur noch. Okay, das war's. Den hatten wir vorhin schon mal, ich bin raus. Den ersten nicht gekriegt. Hilfe! Ja, das ist nicht so perfekt. Wie der Fichten, ehrlich, muss man einfach sagen. So, jetzt kann ich fliegen, jetzt wo ich raus bin. Krieg ich's hin, okay, alles klar. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man. Ja, okay, boah, ist das ein Zappel-Philipp. Das ist ja wie so eine kleine Mini-Drohne einfach. Okay, keine Chance. Du bist noch unterwegs? Es gibt, sagen wir noch, Strand und drei Brücken können wir vielleicht nochmal machen. Wenn du Lust hast. So, da? Okay, irgendwer ist weg. Okay, hoffentlich nicht ich. Ich will nicht schon wieder weg sein. Hä? Wieso war ich denn weg? Hallo? Ah nein, bitte nicht das gleiche wie vorhin.
Oh Gott. Ey, Leute, seid ihr noch da? Seid ihr im Chat noch da? Könnt ihr mir mal kurz... Ihr seid noch da. Oh, okay, ich dachte, ich wäre schon wieder rausgeflogen. Aus allem. Ja, ist natürlich mega blöd. Habe ich überhaupt das richtige Auto hier? Ne, ich habe natürlich das falsche Auto. Nee. Ja, ich bin schon wieder aus dem... Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Irgendwas ist hier komisch. Ich brauche einen IT-Techniker. Aus dem Nichts. Ich weiß nicht, was es ist. Das hatten wir vorhin schon mal. Dass er nicht zu Discord connected und Webseiten nicht aufrufen kann, aber OBS geht. Ich habe den Router schon neu gestartet, Rechner neu gestartet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh. Okay, das ist... Oh, wir retten uns noch. Lol. Habt ihr das gesehen? Das geht in die Geschichte ein als die größte Rettungstat in der Geschichte des Rennens. Wollen wir diese Strecke? Das war's. Aber das sieht... Ja, okay. Was? Vierter? Von wie viel? Wieder ein bisschen Geld bekommen. Okay, ich kann, glaube ich, nicht mehr connecten. Was ist das überhaupt? Lego? Fragezeichen? Dr. Smokey? Nee, das ist natürlich nicht Lego. Sondern das ist Trailmakers. Und ihr könnt Trailmakers, das kann ich hier schon mal sagen, entweder über den Bot, Ausrufezeichen Trailmakers im Chat finden, oder ihr geht auf die Grafik auf der Twitch-Seite. Und das Spiel selbst ist schon ein bisschen älter. Es gibt auch super viele so kleine Add-ons, schon so Erweiterungen. Und es macht echt Spaß. Für mich ist es die größte Laune des Rumbauen. Also diesen Fichten, als wir den Fichten ehrlich gebaut haben, das war für mich das größtmögliche Vergnügen. Ich muss mal versuchen, ob ich jetzt irgendwie die Jungs nochmal wieder erreiche. Aber ich glaube, es ist schwierig. Das ist echt saublöd. Verbinde, klappt einfach nicht mehr. Irgendwelche Sachen sind falsch gelaufen. Ich glaube, wir können auch mal den Server hier verlassen. Ich glaube, hier haben wir alles gemacht. Zum Hauptmenü. Ich versuche mal eben ganz kurz Eddie auf dem anderen Discord noch zu erreichen. Vielleicht kriege ich das hin. Es gibt so viele Fahrzeuge, die man sich alle runterladen kann. Warte, was haben wir denn hier? Bad, zack. So, warte mal. Nee, das ist falsch. Hört ihr Eddie jetzt? Nee, ne? Hört man euch? Nö. Ist echt schade. Ihr seid irgendwie noch... warte, ich versuch mal, ob ich euch noch bei mir auf den anderen Rechner hinkriege. So, wo sind wir denn? Dit? Discord? Immer noch nicht. Oder? Nee, ich höre euch leider nur über den Lautsprecher. Die Leute hören euch nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Was war das denn? Was machst du? Hilfe. Ja, man hört euch nicht. Ich bin aber bei Eddie zu hören. Was? Ja, ich bin jetzt bin ich bei Eddie zu hören, ne? Ja, weil ich habe mir jetzt hier so ein anderes Headset noch genommen. Wie sieht's denn eigentlich aus, so zeitmäßig bei euch? Mhm. Bist du bei Kampagne oder wo bist du? Ah, Sandbox und dann Weltraumsektor, oder was? Hochsee, geil. Das ist schon echt geil. Airborne.
Friedliches hin. Naja, guck mal hier, das ist Quantenruder. Das ist hier hinten eingebaut. Das hätten wir beim Fichten eigentlich auch machen sollen. Gucken wir uns das auch nochmal an. Hallo? Muss ich mit ihm reden? Hi. Hallo? Captain Speck. Sie nennen sich Captain, ja, hallo. Hallo Captain. Ich bin es. Okay. Das ist ja lustig. Geh raus und erlebe es selbst. Okay. Geh zum Hangar und bau dein eigenes Raumschiff. Yes! Yeah! Angenehm. Da seid ihr ja wieder. Ja, ich hab's gefixt. Wie? Warum? Was hast du gemacht? Ich hab Chrome geschlossen. What? Ja. Überhaupt nicht. Du hast Chrome geschlossen? Chrome geschlossen und jetzt geht alles. Hat irgendwelche Pots blockiert. Das ist ja so weird. Wie fliegt man denn Kurven? Du drehst dich erst unter der eigenen Achse und dann... Guck mal. Ja. Ich will doch auf diesen Planeten zufliegen. Genau, dann lass mal da unten, ja. Bisschen drehen, genau. So wie in No Man's Sky. Genau das gleiche Steuer. Genau, perfekt. Komme ich überhaupt näher? Ist halt sehr weit weg. Woher willst du das denn wissen? Ah ja, Gyro. Ah ja. Das ja, wobei. Vielleicht ist es auch nur. Okay. Nee, da kann man hin. Ja, meinst du? Ja, nee, das ging jetzt auch mal los. Sein. Bin ich wieder weg. Hast du dieses Standardraumschiff auch gebaut? Ja. Da gibt's bestimmt auch einen Sternzerstörer oder TIE Fighter. Der sieht dem Fichten echt nicht unähnlich. Naja. Ein paar Nummern kleiner. Ja, nice. Ah, dieses Aber Ruder das meine ich, guck mal, der dreht sich nur um seine eigene Achse. Wie soll ich da hinkommen? Wie komme ich jetzt nach rechts? Ich fliege einfach an ihm vorbei. Und wenn ich nach links und nach rechts drehe, fliege ich an ihm vorbei und drehe mich um mich selbst. Nee, du kannst. Ja, du musst ja noch. Du, pass auf, du fliegst geradeaus und wo willst du nach rechts biegen? Ja. Dann mach mal rechts, also S und D zusammen. The fuck? Das hat aus irgendeinem Grund funktioniert. Zum Mute in der Stadt. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hinfliegen? Ist ein Ziel? Ja, auf diesem Planeten da. Diese Wüste. Und bei mir gibt es so eine Wüste, da lande ich jetzt. Aber warte mal, ist das so, hat das so eine Stinke-Aura um sich rum? Ja. Okay. Dune heißt der tatsächlich. Eigentlich müsste man ja im Weltraum, wenn man beschleunigt, stetig schneller werden. Ja. Außer du fliegst gegen Asteroiden, dann nicht. Naja, aber ein Raumschiff hat doch eigentlich in dem Sinne keine Höchstgeschwindigkeit im Weltall. Das ist richtig. Weil, wenn du einfach stetig beschleunigst, wirst du eigentlich immer schneller, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht. Das heißt, wenn. Gibt es da irgendwelche Partikel vielleicht? Ja, aber solange dein Vortrieb größer ist als die Partikel, die dich abbremsen, durch die du fliegst, vielleicht, wenn der Weltraum welche aufweist. Aber es ist nicht normalerweise so, wenn du jetzt quasi, nehmen wir an, du fliegst, du beschleunigst, wirst immer schneller, dann hast du keinen Treibstoff mehr und dann hältst du ja eigentlich die Geschwindigkeit, die du zuletzt hattest halt. Genau. Das heißt, dass mein Raumschiff hier im Weltall nicht schneller wird als 400 km/h, ist ja eigentlich physikalisch. Das ist, glaube ich, der Game-Engine. Ja, aber wird es dann immer, du kannst ja nicht immer schneller werden. Im Weltall doch, bis Lichtgeschwindigkeit. Im Weltall schon, ja. Nein. So nicht, du kannst ja nicht einfach mit 100 starten und dann irgendwann Lichtgeschwindigkeit... Nö, du stellst ja nichts ab. Du beschleunigst ja einfach nur. Dann bräuchte man ja gar keinen besonderen Antrieb mehr, um das zu erreichen. Es geht ja um die Zeit. Du hast genau ja halt die Zeit, einfach nicht, wenn du jetzt 1 Million Jahre fliegst. Also, Chat korrigiert uns bestimmt gleich. Kommt gleich die Astrophysiker.
Es geht ja um die Beschleunigung, also wenn du schnell beschleunigst. Ja, aber du wirst ja nicht schneller, nur weil du keinen Widerstand hast. Oder? Also du fliegst ja dann mit der gleichen, wenn du jetzt mit 100 Kilometern auf 100 Kilometer beschleunigst, dann fliegst du doch mit 100 Kilometern durchs All, und zwar für alle Ewigkeit, 100 Kilometer. Oder? Also du hast beschleunigst nur mit Treibstoff. So, wenn du keinen Treibstoff verwendest, also nicht beschleunigst, dann fliegst du mit derselben Geschwindigkeit die ganze Zeit voran, ja. Genau. Also ja. Beschleunigst nur, wenn du auf Treibstoff verwendest. Das meine ich. Und dann wird, aber so grob stimmt das, solange man beschleunigt, wird man erstmal immer schneller. Siehst du, das meine ich doch, weil du wirst ja im Weltall, oh. Nehmen wir an, du hast genau. Im Weltall erstmal 100 km/h, nehmen wir an, du fliegst 100 km/h im Weltall. Und du hast keinen, du gehst mit deinem Fuß vom Gaspedal, sozusagen mit deinem Weltraumauto. Dann bleibt die Geschwindigkeit ja gleich, du bremst nicht mehr ab. Auf der Erde würdest du aufgrund des Luftwiderstands so, und aufgrund ja. der Erdanziehungskraft würdest du abbremsen. Aber im Weltall, wenn da halt keine Kräfte wirken, dann bleibst du ja konstant bei der Geschwindigkeit, auch wenn du nicht mehr das Gaspedal durchdrückst. Aber in dem Moment, wo du dann das Gaspedal wieder durchdrückst, muss sich ja deine Geschwindigkeit sich ja erhöhen. Das heißt, es ist... Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, so war Physik. Ja. Gibt es so eine Formel dafür, wie man Geschwindigkeit ausrechnet? Ja, ist ja wohl. Ich bin jetzt hier in einem Raumschiff. Was mache ich denn jetzt hier? Ich bin Propellerflieger. Ich bin in so einem Gerippe von einem alten Raumschiff. Was war die Mission? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Schau mal, was es für coole Spaceships gibt. Das ist wie eine Kartoffel, sieht es aus. Ja, es gibt einen TIE Fighter, sehr gut. Und einen X-Wing. Ja, versuch den mal zu fliegen, den TIE Fighter. Viel Spaß. Ich baue mir jetzt einen TIE Fighter. Wird schon funktionieren. Wo hast du bei Werkstatt? Und nee, bei Blaupause machst du den her. Genau, unten bei auf Sim-Symbol. Und dann habe ich als Tag habe ich Space genommen. Also ganz natürlich einfach suchen. Das geht natürlich auch. Okay. Ich guck mal, was es hier noch gibt. Es gibt nämlich noch Seeschlacht. Das ist auch aber nicht original. Nee, der darunter, genau. Das ist, also ja. Nee, Hochsee. Airborne gibt's. Es gibt noch ein paar andere. TIE Commander gibt's. Oh, hier, ich will lieber einen X-Wing fliegen. Ja, das ist auch cool. Ist halt die Frage, wie gut fliegt er sich? Muss ich ihn jetzt erstmal abonnieren? Ja, genau, runterladen und dann. Dauert's ein bisschen. Ja, und dann einfach einmal auswählen. Einfach kannst du wieder zumachen, oben rechts. Ich muss dann eigentlich den TIE Fighter, Dings nochmal runter hier, wie heißt es? Den Fichten eigentlich nochmal. Ja. Oder nicht? Eigentlich schon. Boah, geil. Kann ich hoch. Jetzt. Kannst du nicht aufklappen, die Flügel? Also kannst schießen. Boah. Warte, jetzt in die Luft. Erstmal nach oben jetzt. Ja. Oh, das ist ja auf der Karte. Left Shift gibt es. Das ist ja geil. TQEZ. Und ja, die Maustaste. Kann ich jetzt. Macht Shift für irgendwas? Shift ist auf der Scheißständer fliegen, oder? Was macht T? Ey, was ist das denn? Hallo? Fahr mal gerade. So. Schon geil. Allein die Sounds, ne? Klingt schon ein bisschen original. Gedreht. Oh, bin ich ein Meisterpilot. Hast du gesehen, Nikola? Wie machst du das? Das ist ja der Wahnsinn. How does he do it? It's unbelievable. Ja, das ist schon lustig. So, ich lande jetzt. Ich vermisse meinen Fichten echt. Man kann warpen auf die einzelnen Planeten. Das ist ja cool. Drehen. Und jetzt landen wir mal ganz, ganz langsam. Vortritt nach unten. Landeanflug. Nicht zu schnell runterkommen, nicht zu schnell, Luke! Okay, Obi-Wan, alles klar. Ich reduziere die Geschwindigkeit. Vorsichtig!
Diklolidenbäume. Keine Sorge, Oliver. Alles im Diklolidenbäume. Die Druidenbäume? Kleoliden. Kennst du nicht die Kleolidenbäume? Du bist ein Star Wars-Nerd. Ich hab die Druidenbäume verstanden. Natürlich kenne ich die Kleoidenbäume. Kleoliden. Die Kleoliden, wir sagen Kleoliden. Auf welchem Planeten wachsen die? Watangu 3. Nein, nicht auf Watangu 3. Natürlich. Nein. Sondern? Klendatu. Das ist Quatsch. Hotel. So, jetzt bitte. Hilfe! Ah, Luke! So, da hinten ist doch so ein. Eine Basis, da muss ich doch hin. So, hier gehe ich jetzt in diese Raumkapsel. Oh, das ist Pinguin. Hi. Oh. Unterwassergefühle, ja, stimmt. Du hast recht. So, ich mach jetzt Schluss. Mit mir? Nein, mit dem Spiel. Kein Sitz frei, schade. Ihr seht übrigens hier, wenn ihr auf reinglitschen. Hauptmenü geht. Oh. Und Glitch. Hier auf DLC. Wollen wir noch ein gemeinsames Fazit ziehen? Ja, warte, hier, das Ganze, hier seht ihr die ganzen DLCs, die es gibt. Space Voyager Pack, Airborne, Motorhead, Rescue Pack, Skin Pack, Decals, Expression Pack, Space Voyager Pack, also das hatten wir eben schon. High Seas Action Pack. Oh. Also es gibt echt viel. Das ist halt ein riesengroßer Sandkasten halt, dieses Spiel. Mit ich darf einer Fichten ehrlich nicht hochladen. Mit einem Schwerpunkt auf Fortbewegungsmittel. Ist nicht so sehr Festung bauen, sondern eher. Ja. Aber ich finde das halt wirklich so hat komplett Erinnerungen Flashs zu Lego Technik. Also man kann hier wirklich alles Mögliche bauen, hat alle Bauteile zur Verfügung und kann einfach rumprobieren, man kann Sachen nachbauen. Wir sehen ja hier auch gerade, ich weiß nicht, ob du das auch siehst im Menü, jetzt zum Beispiel die Flying Lamp aus One Piece, super geil nachgebaut. Ein X-Wing haben wir gerade gesehen. Einfach dieses Basteln, jetzt hier so ein Oktopus. Ich sehe einen Space Shuttle. Ja, ey, man kann echt viel machen und das Geile ist Multiplayer halt, ne? Du kannst halt mit Leuten zusammen irgendwie, es ist schon sehr lustig, wenn man da seine eigenen, hier ist ein X-Wing, seine eigenen Kreationen. Ich glaube, das ist natürlich ist geil, so einen Workshop zu haben, wo man sich alles Mögliche runterladen kann, aber richtig erhabenes Gefühl hat man, so wie Nils vorhin, wenn man sein eigenes Flugzeug baut und dann damit zum ersten Mal in die Luft steigt. Aber hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, obwohl das Spiel schon 5 Jahre alt ist, aber wird immer noch sehr viel gespielt und supported von den Entwicklern, denn es gibt auch immer wieder neue, wie gesagt, DLCs. Ja, mal echt schön. Und es gibt eine große Community mit vielen Sachen und auf Discord kann man da sich auch Hilfe holen und auf einen Server gehen, vielleicht mit jemandem, der das schon viel gespielt hat und richtig gut darin ist. Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Flashbulb, das ist der Publisher. Und ihr findet entweder bei mir oder bei Eddie natürlich auch über den Command Ausrufezeichen Trailmakers oder über die Twitch-Seite alle Infos, die ihr braucht zu diesem Spiel. Das war's von uns, oder? So sieht's aus. Checkt es ab. Hier ist die Shop-Seite auch nochmal. Könnt ihr alle Infos kriegen zu Trailmakers. Kleines, schönes Indie-Spielchen, Open World, Rätsel bauen. Was will man mehr? Was will man mehr? Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.